Daniel sich jetzt schnellen Schrittes auf den Weg hier hoch macht. Vom Hockenheimring der 18. von 18 Saisonläufen in der aktuellen Saison der Formel 3 Euro-Serie. Sie haben es gehört, der Meister wurde bereits in Oschersleben gekürt. Gestern hat auch Antonio Felix da Costa bei der Rookie-Wertung den Deckel drauf gemacht. Zwei Piloten mit Volkswagen Power im Heck, somit an der Spitze der jeweiligen Tabelle. Platz 2 entscheidet sich heute noch und die Startaufstellung sieht ihn ein, sehen es eingeblendet. Reverse Grid Verfahren auch beim letzten Saisonlauf in der Formel 3 Euro-Serie. Die ersten 8 starten in umgekehrter Reihenfolge, die ersten 8 vom gestrigen Rennen. Entsprechend Daniel Juncker, der ja auf Pole, der junge Spanier unterwegs fürs Prima Power Team. Neben ihm Christopher Zanella, Laurenz Fanto, Roberto Meri, Alex Sims, Marco Wittmann, Valtteri Bottas und Eduardo Mortara von der 8. Startposition. Distanz heute 30 Runden, die Strecke 3,7 Kilometer lang. Umgebaut wurde er, der Hockenheimring, um einfach den Fans hier vor Ort ein bisschen mehr, 20% mehr Spektakel bieten zu können. Und hier sehen wir die Jungs. Sie nehmen Aufstellung im Grid. Aktuelle Temperatur 9,8 in der Luft und 8,9 auf der Strecke. Und sobald hinten der Mann mit der grünen Flagge über die Strecke läuft, ist der Start freigegeben. Hier sehen wir es. Jetzt wird die Ampel eingeblendet. Dann hoffen wir auf einen guten Start. Heute deutlich bessere Bedingungen als gestern. Heute trocken, wenn auch kalt. Und der Start zum 18. Lauf der Formel 3 Euro-Serie in dieser Saison ist freigegeben. Daniel Juncker, der Rookie, kommt vorne richtig gut weg im blauen Auto, macht gleich die Linie zu. In der ersten Kurve holen die Jungs noch ein bisschen aus, da macht die Rennleitung, drückt da noch mal ein Auge zu, wenn da einer neben der Strecke ist. Und da gibt es gleich einen Angriff auf die zweite Position. Roberto Meri hat sich da durchsetzen können und Zanella auf die 5. Position mittlerweile zurück verwiesen. Laurenz Fanto hat sich da, glaube ich, auch noch durchdrücken können. Vorne an der Spitze setzt sich Daniel Juncker, der ja bereits so ein paar Meter zumindest ab. Hier jetzt Motopark, interner Kampf. Und das ist genau das neue Streckenstück, die Abkürzung. Man hat die Haarnadel und hier, oh, Jimplar geht aus, außen weit durchs Kiesbett vorbei an Nicolas Maroc. Hier jetzt vorbei an der Mercedes-Tribüne, um sich dann einzufädeln in Richtung Motodrom. Hier noch zu zweit durch die Kurve und hier noch ein weiterer Ausritt. Glücklicherweise sind die Flächen hier asphaltiert. Hier sind wir an der Spitze. Daniel Juncker, der ja dann Roberto Meri. Christopher Zanella mit vorne dabei. Laurenz Fanto, eine kleine Lücke. Das ist die Spitze, das sind die ersten beiden. Das sind Daniel Juncker, der ja Roberto Meri. Der Spitze. 30 Runden die Distanz, die erste ist bereits absolviert. Und jetzt haben wir es amtlich. Aktueller Abstand 0,7 Sekunden von Roberto Meri auf Daniel Juncker, der Laurenz Fanto, weitere 0,7 Sekunden dahinter. Dann Bottas. Ja, hier sehen wir gerade noch mal den Ausritt von Nicolas Maroc und Jimplar. Mittlerweile hat sich Bottas vorgefahren auf die 4. Position. Somit ist er in Punkte Reichweite. Und es gibt ja immer noch den Kampf um den Vizemeister in diesem Jahr. Bottas muss also gewinnen. Er muss es schaffen, ganz an die Spitze zu kommen, um den Abstand von 6 Punkten noch aufzuholen. Dann sind die beiden punktemäßig gleich. Aber ob das einen Sieges mehr auf dem Konto des jungen Finnen, wäre er dann Vizemeister 2010. Aber da liegt noch eine lange Renndistanz vor uns. Noch 29 Runden müssen absolviert werden. Im Übrigen, gestern haben wir einen Angriff gesehen von Valtteri Bottas auf den führenden Eduardo Mortara. Hat zumindest ausgeschaut wie ein Angriff. Im Nachgang hat er allerdings gesagt, er hat vor lauter Gischt, das ist nämlich das Problem des Hinterherfahrenden, den Bremspunkt einfach verpasst. Mittlerweile mein Kollege hier oben angekommen. Grüß dich, Daniel. Hallo. So, bin ein bisschen aus der Puste. Entschuldigung. Ist ein weiter Weg hier hoch von der Boxengasse. Ja, nach wie vor, hier sehen wir die Spitze im Bild. Juncker, der ja Meri, Fanto, der Abstand vorne 0,8 Sekunden, Fanto dann 1,2 Sekunden dahinter, Bottas auf 4, Mortara auf der 5, der hat sich also ordentlich verbessern können, von 8 auf 5 schon vor, Felix da Costa dann der frisch gekürte Rookie des Jahres 2010 auf der 6. Position vor Alex Sims, Carlos Munoz, Christopher Zanella, Wittmann auf Position 10, Matthias Lein, Nicolas Maroc, Sandro Zeller und Jimplar auf der 14. Position. Ja,
jetzt starke Leistung von Felix da Costa. Gestern im Regen sah er nicht ganz so gut aus. Da hat man das Gefühl gehabt, er hat sich ein bisschen schwer getan. War am Ende nur auf Platz 9 gewesen. War zu Anfangs letzter eine ganze Zeit lang und hat es ja dann noch ein bisschen weiter vorgeschafft. Gut, auch ein bisschen bedingt durch Ausfälle. Aber man hat gemerkt, das Trockene liegt ihm doch schon eher. Wir schauen uns den Start nochmal an. Vorne ganz rechts, das ist Daniel Juncker. Der zieht gleich rein, macht die Linie zu. Und da sehen wir Valtteri Bottas, wie er ausschert und sich in der Mitte versucht durchzudrücken. Ja, und man kann schön beobachten, auch auf der linken Seite jetzt von vorne gesehen, die Autos kommen deutlich schlechter weg als die auf der rechten Seite, weil einfach viel weniger Gummi da liegt. Der wird normalerweise nicht hergefahren und von daher hat man dann auf der, logischerweise, der sauberen Seite, wo die auch im Rennen benutzt wird, einen großen Vorteil. Hier nochmal der Blick in die erste Kurve und dann ja von Platz 2 gestartet. Das war Christopher Zanella, auch eher für Motopark Academy unterwegs, hat allerdings schon vor der zweiten Kurve dann seinen zweiten Platz an Roberto Meri hergeben müssen. Sandro Zeller im Bild mit der 38 und hier sind wir an der Spitze und wir sehen eine schwarz-weiße Flagge, nicht die karierte, sondern die Verwarnflagge für das Auto mit der Nummer 8 wegen Verlassen der Strecke. Und ich habe beim Start schon darauf hingewiesen, da drücken die Kommissare noch mal gerne ein Auge zu. Da darf auch neben der Strecke gefahren werden, aber man kann es immer wieder sehen, es gibt so rote Flächen, die dürfen nicht überfahren werden. Und ab der zweiten Runde, ja, da wird das Hauptaugenmerk darauf geworfen. Absolut. Ich sag mal, solange man dadurch keinen Vorteil hat, haben wir gestern schon mal drüber gesprochen, ist es auch noch einigermaßen okay. Und in der Regel, wenn es jetzt natürlich das, ein, zwei Mal mehr vorkam, dann guckt da schon die Rennleitung genauer drauf. Und da gibt es dann auch in dem Fall auch die Verwarnung, dass der Fahrer weiß, wenn das noch einmal macht, gibt es eine Strafe. Ja, und dafür ist der Runner in der Boxengasse unterwegs. Wir haben ihn gerade im Bild gesehen, ganz in Gelb, von einem der Serienpartner hier im Rahmen der DTM. Deutsche Post wird dann der Brief zugestellt. Eben in dem Fall die Verwarnung für Jim Pla und für die Nummer 8, also für Daniel Juncker-Dea. Aktuelle Abstände an der Spitze 1,6 Sekunden. Das ist der Vorsprung, den bereits jetzt nach nur 4 Runden Daniel Juncker-Dea hier hat. Also er kommt zwar mühsam, aber er kommt nach vorne weg. Herr Marco Wittmann momentan nicht gerade optimal die Position, Platz 9. Das wird ihm nicht gefallen, während Bottas hier momentan auf Platz 4 unterwegs ist. Ja, und er ist dicht dran, nämlich nur 0,3 Sekunden hinter Laurens Fantor im Auto mit der Nummer 14. Er auch unterwegs für das Meisterteam in diesem Jahr für Signatur. Bottas kann schneller, habe ich das Gefühl, ist hier ziemlich dicht dran an Laurens Fantor. Und ist natürlich super schwierig hier zu überholen, gerade im Trockenen, im Nassen geht es immer ein bisschen besser. Deshalb hatten wir auch gestern relativ viele Überholmanöver. Und im Trockenen ist die beste Überholmöglichkeit Ende der langen Geraden. Die ist leider nicht mehr ganz so lang, wie sie in der Regel ist, durch die neue Streckenführung. Und daher wird es auch nicht leichter, hier, sage ich mal, den Weg am Konkurrenten vorbeizufinden. Ja, in der DTM habe ich von einigen Fahrern gehört und ich meine, Daniel, du kennst es ja jetzt von der Strecke. Hier haben wir gerade einen ordentlichen Quersteher gesehen von Valtteri Bottas. Der hat aber den Abstand nicht unbedingt anwachsen lassen auf Laurens Fantor. Ich habe von DTM-Fahrern gesprochen und die sagten, genau da, wo der Windschatten anfängt zu wirken, wo du wirklich dahinter bist und spürst, so jetzt kannst du ranfahren und dann ansetzen zum Überholen, genau da knickt die Strecke jetzt ab. Absolut, also ich muss auch sagen, diese neue Doppelhaken mit den Ludwig Curbs, die sie da hingelegt haben, also ich fand es auch ziemlich bescheiden zum Fahren, muss ich sagen. Und man merkt auch, die Fahrer tun sich schwer da mit den Linien und auch das ist ein Gehoppel über diese Ludwig Curbs. Also ich würde mir wünschen und ich denke, da spreche ich im Namen aller Fahrer, dass das nächstes Jahr wieder die alte Führung wird. Ja, und das schaut aus, als wäre das aus für Christopher Zanella. Da scheint er ein Problem vorne links an der Aufhängung zu haben. Er ist bei uns hier auf dem Zeitmonitor geführt, auf der letzten Position in Pit. Ich gerade sehe auf dem Monitor, die Startnummer 7 hat auch die schwarz-weiße Verwarnflagge bekommen für Verlassen der Strecke, also auch sprich, da gab es ein Überfahren, eine rot markierten Fläche und ich denke, das wird nicht die letzte Verwarnung gewesen sein in dem Rennen, da werden bestimmt noch die eine oder andere dazukommen. Das ist natürlich auch so, der Konkurrent sieht, der eine fällt drüber, verschafft sich einen Vorteil, in dem Fall sagt dann der andere, na gut, wenn der das macht, mache ich das natürlich auch und das geht so lange gut, bis es dann die erste Strafe gibt von der Rennleitung. Ja, man hat hier vor einigen Jahren angefangen, die Auslaufzonen zu asphaltieren.
kann sich drüber streiten. Natürlich können die Jungs, wenn sie neben der Strecke sind, wieder aus eigener Kraft zurückfahren und am Rennen weiter teilnehmen. Aber das ist eben die Kehrseite der Medaille. Bottas fährt gerade bei uns geführt eine absolute Bestzeit im ersten Sektor. Es wird dann bei uns lila markiert. Ist momentan auch so ziemlich einer der schnellsten im Feld und in dem Fall auch schneller als sein Vordermann, Laurens Vanthoor. Ja, es scheint, als würde die Strecke generell schneller werden. Jetzt Bestzeit im zweiten Sektor von Daniel Juncker, der ja ansonsten alle weiteren Zeiten grün unterlegt. Heißt persönliche Bestzeiten, also langsam. Hat das mit den Reifen zu tun oder kriegt die Strecke einfach mehr Grip dann? Ja, die Strecke kriegt mehr Grip und Temperatur logischerweise. Es ist ziemlich kalt, wir haben ja Außentemperatur von 10 Grad. Und ich beobachte das hier so ein bisschen im Augenwinkel. So langsam steigt hier auch die Streckentemperatur. Wir sind jetzt bei 9 Grad Strecke, das ist ziemlich kalt. Also da tun sich die Reifen relativ schwer, hier ins Arbeiten zu kommen. Und in dem Fall logischerweise das Verhältnis Reifenabbau zu Benzinverbrauch. Momentan stimmt es noch sehr gut. Das heißt, die Autos werden ja auch jede Runde immer leichter, dadurch, dass natürlich auch relativ viel Sprit verbraucht wird. Und das ist natürlich in dem Fall auch ein großer Vorteil. Ja, an dieser Stelle gehen wir runter zu Nico Holter. Der hat nämlich den Teamchef von Motopark Academy vor dem Mikrofon, Timo Rumpf. Und der hat hier gerade auch selber mit angepackt am Wagen. Genau, was ist los? Warum musste ich jetzt aber den Wagen abstellen? Ja, wir hatten eine Berührung in der ersten Runde wahrscheinlich irgendwo. Und da ist die Spurstange vorne links gebrochen. Und das ist jetzt einfach also keinen Sinn und auch zu gefährlich, damit weiterzufahren. Jetzt haben wir uns gerade eigentlich noch vor dem Rennen unterhalten, wir beide. Und eigentlich heute noch einige Punkte von ihm erwartet. Das wäre natürlich ein toller Saisonausklang gewesen für ihn als Gaststarter hier, von der 2 zu starten. Nun ist der Ärger groß. Ja, ist halt schade, weil da immer ein gutes Resultat da war. Was halt ärgerlich war, dass er einen guten Start gehabt. Und dann hier mit der ersten Kurve, mit ihren Regularien. Ich glaube, da sollte die Rennleitung sich auch noch mal ein bisschen Gedanken machen, weil wir sind von 2 Leuten vor der 2. Kurve überholt worden, die die Strecke abgekürzt haben. Und da ging das ganze Drama halt los. Dann wurde das Gemenge gemacht. Und da sind wir dann mal berührt worden. Das ist halt einfach eine dumme Verkettung im Endeffekt. Aber es ist halt einfach schade, weil da immer ein gutes Resultat auf der Strecke bleibt. Ja. Vielen Dank, Timo Rumpfkeil. Und wieder hoch zu euch beiden. Ja, Timo Rumpfkeil hat es angesprochen, was wir auch eben schon erklärt haben, eben die Auslaufzone, die dann in dem Fall genutzt wurde, um an Christopher Zanella vorbeizufahren. Schade für den Schweizer, gestern hat er 2 Punkte hier sammeln können und heute von Startplatz 2 aus ist er ins Rennen gegangen und so schnell kann es eben zu Ende sein. Genau, also ich spreche da auch aus eigener Erfahrung, ich habe mich da auch schon manchmal geärgert, gerade in den Hockenheim, weil halt überall hinter den weißen Linien noch asphaltiert ist, früher gab es hier nur Kiesbett. Und logischerweise, wenn asphaltiert ist, wird es auch genutzt, ja, weil solange man einen Vorteil sich dadurch verschaffen kann, probiert man es natürlich. Und in dem Fall ist bitter, hier im Fall von Christopher Zanella, der da einen Nachteil hatte, weil einfach die anderen das ausgenutzt hatten, mehr Schwung hatten, dadurch, dass sie diese Streckenbegrenzungen genutzt haben und dadurch ihn überholen konnten. Für ihn dann natürlich ärgerlich, er hat sich dran gehalten und die anderen hatten Glück, dass sie dafür nicht wirklich bestraft wurden. Ja, es gibt ein paar tückische Stellen auch hier in Hockenheim. Man sieht immer wieder die asphaltierten Streifen neben den Curbs hier in grün. Und immer mal wieder zwischendrin gibt es so eine Art Kunstrasen dazwischen. Und wenn es in der Nacht oder am Vortag geregnet hat, dann ist der natürlich ordentlich rutschig und der bietet gar keinen Grip dann. Nee, der bleibt auch relativ lange nass. Ja, es sei denn, wir haben dann 30 Grad Außentemperatur und Sonnenschein, dann geht es relativ schnell. Aber ansonsten, die Teppiche, die sind ganz schön tückisch. Da haben wir vorhin auch in den Rahmenserien den einen oder anderen richtigen Abflug mit Einschlag dann gesehen zur Folge, die da drauf gekommen sind. Und die Teppiche hat man eigentlich mehr für die Formel 1 gemacht, dass die da nicht so weit rausfahren. Und ja, man hat sie dann aus Bequemlichkeit liegen lassen. Ist natürlich für die Fahrer ja auch nicht gerade einfach, gerade ja auch, wenn man mit Slicks fährt, dann auf den nassen Teppichen und die ganze Strecke ist trocken. Man will natürlich auch über die Curbs fahren, das ist dann auch super gefährlich. Wir haben uns vorhin über die Asphalttemperatur unterhalten, über die schneller werdende Strecke. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. Wie ist es denn, Daniel? Reichen die 3,7 Kilometer, um die Reifen auf die Arbeitstemperatur von ungefähr 100 Grad zu bringen? Heizdecken sind ja verboten. Reicht die Einführungsrunde? Die Einführungsrunde reicht eigentlich nicht ganz, weil man fährt logischerweise, wenn man jetzt die Einführungsrunde im Renntempo fahren würde, dann würde es reichen, gerade so. Aber dadurch, dass natürlich logischerweise man fährt langsamer
und auch bis zum Start hin, dann steht man ja noch eine Weile, bis dann überhaupt die Ampelanlage angeht. Und in dem Fall kühlt alles wieder runter. Und da muss man natürlich versuchen, deshalb macht man ja auch dieses Schlangenlinienfahren, dass man möglichst viel Temperatur in die Reifen bekommt und auch gleichzeitig die Bremsen richtig anheizt, weil die Bremsen müssen auch eine bestimmte Temperatur haben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und das ist immer ja, so eine Sache. Das ist aber auch genauso mit den Safety-Car-Phasen. Da ist es auch immer unheimlich schwierig, da wirklich die Temperatur überall im Fahrzeug zu behalten. Ja, Fakt ist, nach 10 Runden sind die Reifen auf Temperatur und Sektorbestzeiten im ersten Sektor von Nicolas Maroc, im Sektor 2 und 3 jeweils von Daniel Juncker. Der ja, das ist der Mann, den wir gerade im Bild haben. Sein Abstand auf Roberto Mieri, sein Puffer nach vorne, 2,4 Sekunden, 3,3 dahinter. Dann Laurens Fantor vor Valtteri Bottas, Eduardo Mortara, der frisch gekürte Meister. Da werden wir nachher auch noch die große Meisterpokalübergabe hier übertragen. Felix da Costa dann auf der 6. Position, Alex Sims, Carlos Munoz auf der 8. Marco Wittmann aktuell nur auf Position 9 unterwegs, Nicolas Maroc auf der 10, Matthias Lein, dann Jim Pla und Sandro Zeller zu guter Letzt. Jetzt sind wir gerade hier in der Sachskurve unterwegs. Wird auch häufig genutzt für Events. Da ist unter anderem die Drift Challenge hier immer. Da wird dann quasi der beste Drifter jedes Jahr einmal gekürt. Ist ein ziemlich cooles Event. War da selbst schon mal vor Ort gewesen. Und ist auch immer ziemlich viel los. Super viele Starter. Ist auch sehr interessant. Ja, nicht nur die Drift Challenge hier zu Gast in Hockenheim neben der Formel 1. Auch was wir gerade noch gesehen haben, den Dragster Strip. Hier, ja, neben parallel zur letzten Kurve. Viertelmeilenrennen mit richtig Dampf. Genau, wobei die sich nicht wirklich viele Freunde gemacht haben am Wochenende, glaube ich, mit Fahrern, weil die haben so viel Gummi gelegt, teilweise auf der Strecke durch die Dragster-Reifen. Und dadurch, dass es gestern den ganzen Tag geregnet hatte, da war das wie auf Schmierseife. Und da haben einige Fahrer den Weg ins Kiesbett dadurch gefunden. Also dann können sie sich bei den Dragster-Fahrern dafür bedanken. So, hier sind wir unterwegs mit der Nummer 4, Carlos Munoz und Marco Wittmann. Das ist der Mann, der nach aktuellem Stand den Vizemeistertitel in diesem Jahr holen kann, wird, sollte Valtteri Bottas nicht noch wirklich ganz vorne an die Spitze fahren können. Danach schaut es momentan nicht aus. Und Vizemeister, ja, da haben wir ja einen, der mittlerweile in aller Munde ist aus der Formel 3 Euro-Serie, der unterwegs ist für Red Bull Racing in der Formel 1. Sebastian Vettel ist der Vizemeister nämlich gewesen hier aus der Euro-Serie. Einer von mittlerweile 7 Deutschen in der Formel 3 und ungefähr die Hälfte der aktuellen Fahrer, auch Test- und Entwicklungsfahrer, die wir im Formel 1 Starterfeld oder im Formel 1 Fahrerfeld haben, haben die Schule durch die Formel 3 Nachwuchsserie genossen. Man sieht, Valtteri Bottas könnte schneller, kommt aber nicht vorbei, hängt jetzt schon wirklich hier seit Rennbeginn hinter Laurens Fantor und der lässt sich davon nicht beeindrucken, auch wenn hier Bottas jedes Mal eine neue Bestzeit fährt in den einzelnen Sektoren, aber momentan zeigt er noch keine Nerven vorne dran. Laurens Fantor macht einen guten Job da und in dem Fall Valtteri Bottas tut sich da schwer um. Macht auch keine Anstalten, hier vorbeizukommen, wirklich. Ja, er legt in sich zurecht, kann man nicht wirklich sagen. Manchmal ist er zum Greifen nah, gerade beim Anbremsen, dann kommt er wieder so ein paar Meter weg. Ist auch immer so abschnittsabhängig, ja. Das ist meistens, der eine Fahrer ist in einem Sektor oder in einem bestimmten Kurvenabschnitt, kann er was besonders gut, der andere ist im nächsten wieder besser und dann ist das gleicht sich dann am Ende immer wieder aus, der Abstand. Da kommt er mal ein Stück näher, dann ist er wieder ein bisschen weiter weg und ja, wenn wir hier eine schöne Zeitlupe haben, Aufstart und Ziel zurück von Valtteri Bottas. Ja, wir haben ja auf unserem Zeitenmonitor verschiedenste Zahlen. Neben den Sektorzeiten natürlich noch die Geschwindigkeiten, die im, ja, zum jeweiligen Sektorende gemessen werden. Und da hat Valtteri Bottas im zweiten und im dritten Sektor die Nase ganz vorn. Er ist also lila unterlegt. Und wir gehen runter zu Nico Holter. Der steht in der Boxengasse mit Peter Mück. Ja, ganz genau. Und Roberto Mieri, der hat schon im Qualifying mal wieder ein Achtungszeichen gesetzt. Hockenheim gefällt ihm offenbar ganz gut. Jetzt kann er auch noch richtig Punkte mitnehmen zum Schluss. Ja,
Gut, Rennen geht noch relativ lang. Wir haben ja am Sonntagsrennen deutlich mehr Runden und von daher würde ich jetzt mich nicht so weit rauslehnen. Die Situation sieht gut aus, aber man muss sehen, wenn Bottas an Fanto vorbeikommt, kann er sicherlich deutlich schnelleren Speed gehen, wie weit der dann da vorne noch eingreifen kann. Also im Moment, glaube ich, ist es zu früh, um schon irgendwelche Punkte zu setzen. Warten wir mal ab, wie sich's entwickelt. Zumal wir uns noch an Oschers Leben erinnern müssen, kurz vor Schluss, ihr Schützling auf 1 liegen, noch rausgefallen. Wie fällt denn Ihr persönliches Fazit aus für dieses Jahr? Jetzt kann man ja eins ziehen. Ja, okay, ich glaube, beim Carlos ist auf jeden Fall eine gute Rookie-Entwicklung da. Man sieht, dass er sich deutlich besser in Position bringen kann, Form sein kann. Beim Roberto ist nicht alles so gelaufen, wie er es sich vorgestellt hat und wie wir es uns vorgestellt haben. Der Speed ist da und ich glaube, jetzt ist hier auch eine ausgeglichene Runde zwischen den beiden Herstellern. Und von daher glaube ich, zum Ende eigentlich sagen zu können, dass es positiv ist. Positiv auch sicherlich für die Euroserie. Man sieht nach wie vor, die Leistungsdichte ist riesengroß. Es sind sehr, sehr gute Fahrer da und sicherlich eben auch alles Fahrer, die ihren Weg gehen werden. Und Mücke natürlich auch eine der besten Talentschmieden. Wir erinnern uns nur zum Beispiel, Sebastian Vettel fährt gerade um die Formel-1-Weltmeisterschaft mit. Was glauben Sie da, wie es ausgeht, wenn wir mal ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken? Kann Sebastian das schaffen dieses Jahr? Ich denke, er kann es noch schaffen. Sicherlich spricht die Punktesituation im Moment nicht für ihn. Aber ich weiß, wie er beißen kann. Und es wird zum guten Schluss darauf ankommen, am Ende der Saison wirklich alles noch mal setzen zu können. Aber die Möglichkeit ist durchaus vorhanden. Ich sehe gerade mal hinter Ihnen auf dem Monitor Meri noch auf 2, da können wir noch ein bisschen weiter plaudern. Also ist noch nicht brenzlig die Situation. Vielleicht auf die neue Saison auch noch einen Ausblick werfen. Wie sieht es aus? Die Formel 3 ist durch eine nicht ganz so einfache Saison gegangen, aber die Zeichen stehen ja sehr gut für das kommende Jahr. Und wie sieht es bei Ihnen aus im Engagement? Ja, ich glaube, gut, wir sind ja relativ breit aufgestellt, aber die Formel 3 ist für uns natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil sie eine sehr, sehr gute Schule für die Fahrer auf dem Weg zur Formel 1 ist. Ich glaube, die Signale, die gesetzt wurden, 3 Rennen pro Wochenende und neue Reifenkonstellation, macht das auch leichter für neue Teams hierher zu kommen. Und so rechne ich im nächsten Jahr schon damit, dass wir ein noch größeres Feld haben, aber sicherlich weiterhin die Schule sein werden für die, die weiterkommen wollen. Und wir freuen uns auf weitere Interviews mit Ihnen an der Boxenmauer im kommenden Jahr und wünschen jetzt noch ein gutes, erfolgreiches Rennen hier am Sonntag. Okay, danke. Ja, Peter Mücke hat es angesprochen, Talentschmiede Formel 3. Lewis Hamilton ist hier durchgegangen, Nico Hülkenberg, Robert Kubica, Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Sie haben es gehört, Sebastian Buemi, Kamui Kobayashi, Lukas Di Grassi, Timo Glock und Adrian Sutil. Und wenn wir in Richtung DTM gucken, Pauli Rester, Jamie Green, Bruno Spengler und Frankie Cheng, Alexandre Prémat und auch Markus Winkelhock. Das ist eine ganze Menge, würde ich sagen. Und ja, Peter Mücke ist auch eine super Talentschmiede, muss sagen, ich war auch, oder ich bin froh oder stolz darauf sagen zu können, ich bin auch mal Formel 3 bei ihm gefahren, zwar nur ein Rennen, aber auch in der DTM war ich ja auch 2 Jahre für ihn unterwegs und unter seiner Führung war ein toller Teamchef, muss ich sagen, es hat auch wirklich Spaß gemacht, die 2 Jahre und ich habe auch sehr viel gelernt bei ihm und ich denke, da kann auch, oder da spreche ich auch für jeden Fahrer, der bei ihm mal im Team, im Kader war. Ja, Alex Sims, den wir gerade im Bild sehen, mit der Nummer 2 in diesem Jahr unterwegs für ART, im letzten Jahr auch eher für Mücke Motorsport unterwegs gewesen. Team in der DTM, du hast gerade angesprochen, du bist der Fahrer gewesen vor ein paar Jahren. Aktuell unterwegs Maro Engel und David Coulthard. Genau, also ist ja auch keine schlechte Fahrerpaarung, gerade David Coulthard, gerade Peter Mücke, kann nicht jeder von sich behaupten. Ich meine, Ralf Schumacher war auch bei ihm gewesen in seinem ersten Jahr. Er hat ja damals meinen Platz eingenommen quasi bei Mücke Motorsport in der DTM. Und das ist natürlich auch für das Team auch dementsprechend Prestige. Wir haben über Roberto Meri gesprochen, den jungen Spanier, eher auf der 2. Position unterwegs. Gestartet von 4 in diesem Jahr. Ja, Höhen und Tiefen kann man sagen in der Saison. 3-mal stand er bislang auf dem Podium. Einen Sieg konnte er hier feiern und Peter hat es auch angesprochen, nämlich in Hockenheim. Eine Strecke, die ihm offensichtlich sehr gut liegt. Damals das 2. Rennen, also das am Sonntag, welches er gewonnen hat. Ja, aktuell fehlen ihm über 3 Sekunden, nämlich 3,4 Sekunden auf Daniel Junkadea, sollte er das heutige Rennen gewinnen wollen. Genau, aber auch
bei Junker Dea auch mit Vorsicht zu genießen. Peter hat ja auch gesagt, es ist noch lange zu fahren. Wir sind jetzt, haben jetzt noch etwas weniger als die Hälfte zu fahren. Und Daniel Junker Dea, der hat gezeigt, dass er schnell ist und dass er es auch kann. Aber er neigt zu vielen Fehlern. Wenn er einmal irgendwo einen Schnitzer drin hatte, dann war es in der Regel so, dass es relativ lange wieder gedauert hat, bis er seinen Rhythmus wieder gefunden hatte. Und da gilt es auch für ihn hier die Daumen zu drücken, dass er das bis zum Ende hier durchsteht, die letzten verbleibenden 13 Runden. Schöne Zeitlupenstudie aktuell im Bild von Marco Wittmann hier über die Curbs. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, was das für Geräusche im Auto gibt. Im Geschlossenen noch viel mehr als im Offenen, aber beschreib's doch mal, Daniel. Ja, also wenn sich jetzt ein Autonormalverbraucher in so einen Wagen reinsetzen würde, der würde, glaube ich, generell schon mal Schwierigkeiten haben, mit so einem Auto aus der Box zu fahren, weil allein schon so eine Kupplung zu treten, dafür braucht man schon enorm Kraft im Fuß, eine Carbonkupplung, haben wir auch gestern einen schönen Beitrag gesehen. Und wenn die trennen, also das ist schon extrem, die Kräfte da. Da kann schon mal passieren, dass man auch einen Krampf im Fuß kriegt. Das ist wirklich nicht einfach hier für die Jungs, auch eine hohe Leistung. Und ja, Geräuschkulisse ist natürlich enorm, auch gerade die Schläge in den Autos. Man sieht es auch gerade jetzt hier über die Curbs, die Autos setzen da immer auf. Also ist nicht unbedingt die gesündeste Art des Fahrens. Ja. Geht auch mit Sicherheit ein bisschen auf den Rücken. Wer weiß, die Folgen kommen vielleicht in den nächsten 30 Jahren, keine Ahnung. Aber ich glaube, das nehmen die Jungs hier gerne in Kauf. Ist ja noch jung und die Jungs hier auf genau. Der Strecke auch. Wir haben noch keine Erfahrungswerte. Also Bernd Schneider, der hat es auch super geschafft bis jetzt, wenn ich jetzt mal einen Haudegen oder einen Tom Christensen denke. Die fahren ja auch schon sehr, sehr lange und die klagen ja auch noch nicht über Rückenbeschwerden. Die kann man ja auch von anderen Dingen bekommen. Ja, vom auf dem Bürostuhl sitzen beispielsweise. Hier sehen wir gerade den Kampf um die dritte und vierte Position. Valtteri Bottas ist dran an Lauritz Fanta und er wartet einfach, bis der Junge vor ihm unterwegs für Signatur, bis er einen kleinen Fehler macht. Er treibt ihn rein, bis er seinen Bremspunkt um ein paar Millimeter oder ein paar Zentimeter verpasst. Haben wir ja gestern von Valtteri Bottas himself gesehen. Genau, es geht sehr, sehr schnell und da kann noch viel passieren in 12 Runden. Also ich gehe auch davon aus, dass Bottas mit Platz 4 nicht zufrieden sein wird. Er wird auf jeden Fall nochmal versuchen, hier aufs Treppchen nach vorne zu fahren. Er wird so ein bisschen schauen, beobachten. Man studiert ja auch über so einen Rennverlauf immer den Konkurrenten. Er schaut ja auch, wo sind seine Stärken, seine Schwächen und wo könnte er möglicherweise die Schwäche von seinem Gegner für sich zum Vorteil ausnutzen. Peter Mücke hat es schon gesagt, im nächsten Jahr wird es auf jeden Fall weitergehen mit der Formel 3. Wie genau und wie genau das Rennformat ausschaut, da werden wir später noch ein bisschen drauf eingehen. Aber die vielen Unkenrufe gerade zu Beginn der Saison, ob das ja doch deutlich geschrumpften Starterfeld ist in diesem Jahr im Vergleich zum letzten. Und vor allem die Unkenrufe von Seiten der britischen Formel 3, die Euro-Serie schon komplett abgeschrieben hatten, die haben sich glücklicherweise nicht bewahrheitet und das haben sich schon einige Teams fürs nächste Jahr festgeschrieben. Unter anderem auch Daniel Junker Dea, den Mann, den wir gerade an der Spitze sehen, er unterwegs für Prima und auch die haben sich schon committed, im nächsten Jahr hier wieder anzutreten. Also für mich ist auch die Formel 3 Euro-Serie die einzige Formel 3, die wirklich Bestand hat und das ist auch die Serie, wo auch die ganzen Teamchefs und die ganzen Sportchefs der einzelnen Hersteller wirklich drauf schauen. Da kann man die britische Formel 3 auch, muss ich ehrlich gestehen, nicht mit vergleichen. Ja, auch mit dem Umfeld, einfach der Professionalität, die hier an den Tag gebracht wird in der Euro-Serie. Das wird schon wirklich extrem professionell aufgezogen. Das auch wirklich, was ich auch selbst persönlich sehr gut finde, dass die Jungs auch schon vorbereitet werden auf die Formel 1 oder den weiteren Weg in den wirklich in den Profisport ganz nach oben. Und da muss man wirklich auch dementsprechend professionell vorgehen. Und da ist das Umfeld der Euro-Serie hier im Rahmen der DTM natürlich absolut die Nummer 1, würde ich sagen. Wir sehen es ja auch alljährlich beim großen Formel 3 Masters in Sandford. Das ist ja RTL der Partner gewesen. Wie gut die Euro-Serie vor allem im Vergleich mit der britischen Formel 3 ist. Und Valtteri Bottas ist genau der Mann, der dieses Rennen schon zweimal hintereinander gewinnen konnte. Und wir geben runter zu Nico Holter, der hat Philipp Sino am Mikrofon. Hier sind wir beim Teamchef des Champions Erado Mortara, dazu natürlich auch
die stärkste Mannschaft im Feld und auch die Vizemeisterschaft ist womöglich unter Dach und Fach. Looks like it will be Marco Wittmann to place on second after all. And he can say thank you to Lawrence van Thor. It looks like that, right? Sure, Lawrence made a great job. He fight very hard. Bottas is fast behind him, but Lawrence maintains the gap. And thanks to Lawrence, Marco is on a good way to be second in the championship. What do you think about Marco's start? Wasn't the best today. What happened there? If you had any clue about that? We don't know exactly. For all the season, Marco never realized a good start, and again today, but may Lawrence too made a bad start, but at the end it like it, they have to improve if they want to win race next year. And maybe the pressure was a little bit too much for him. Let's summarize a great season for you. Signature almost perfect. Anything would you can recommend? To continue to push, because the harder arrive now to stay on the front always, and we will be there next year to fight again for the title with good driver, and we will regret only one. It's Oscar Schleben, but it's like it's motorsport. All right, you mentioned already the next season. Can you tell us anything about maybe your drivers? You have any news for us, for our spectators at home? We expect to have Lawrence and Marco continue with us next year. Marco as well next year? Maybe. All right, thank you very much. Das sind Neuigkeiten und damit hoch zu euch beiden. Tja, als erstes ging es natürlich um die aktuelle Situation auf der Strecke, vor allem um den Mann hier mit der Nummer 14, Lawrence van Thor, von dem wir gerade einen ordentlichen Verbremser gesehen haben, und der soll der Puffer nämlich nach vorne sein, der soll Bottas davon abhalten, aufs Podest ganz nach oben zu fahren und Marco Wittmann in letzter Situation vielleicht noch die Vizemeisterschaft abspenstig machen zu können. Jetzt die beiden direkt nebeneinander und Bottas vor van Thor hier einzulenken. Ja, da gab es eine kleine Kollision. Ich würde aber fast sagen, war nicht okay von van Thor, muss man sagen. Bottas hat deutlich später gebremst, hat sich dann direkt vor ihn gesetzt, und ja, da gehe ich mal von aus, das wird jetzt direkt von der Rennleitung untersucht, weil das war nicht ganz fair gewesen, das Manöver. Aber stark von Bottas, muss ich sagen, bis dahin außenrum ist er da vorbeigegangen. Super gemacht. Er hat Klasse bewiesen, nicht zuletzt beim Doppelerfolg beim Sanford Masters im letzten Jahr. Hat es nie geschafft, ganz oben auf dem Podium zu stehen. In diesem Jahr hat er das Nummer 1 Auto vom Letztjahres-Champion von Jules Bianchi geerbt. Und sein erklärtes Ziel war, um die Meisterschaft zu fighten. Vielleicht schafft er es jetzt noch durch dieses Manöver auf den Vizemeistertitel. Und hier sehen wir es nochmal. Verbremser von van Thor. Bottas profitiert dadurch, geht außen, zieht außen vorbei, setzt sich dann davor und kriegt einen Stoß von van Thor, der logischerweise durch seinen selbstverschuldeten Verbremser vorher das gleich wieder ausbügeln wollte. Aber ja, mit der Aktion natürlich erntet man auch keine Lorbeeren. Ja, Nico hat es kurz angesprochen. Die Starts, immer so ein Thema, immer ganz schwierig bei den Fahrern. Da gibt es auch manche Fahrer, die da manchmal empfindlich ein bisschen sind. Gerade logischerweise, man gibt auch ungern zu, wenn man einen schlechten Start hatte. Ist immer ein heikles Thema bei dem einen oder anderen Fahrer. Ja, eigentlich müsste ein solches Manöver mit einer Drive-Thru-Penalty geahndet werden. Wir sind gespannt, was die Rennleitung da entscheidet. Immer noch keine Meldung auf unserem Monitor, weil Platz ist genug gewesen. Lawrence van Thor hätte eigentlich einfach nur einlenken müssen. Genau, also da hätte man hat gesehen, es haben keine Räder gestanden. Also da war auch jeden Fall noch Luft auf der Bremse. Und von daher, es tut mir jetzt wirklich leid, es ist ärgerlich für Bottas. Er hat Gott sei Dank nicht ganz so viel verloren, hatte relativ großen Vorsprung vorher gehabt. Und für ihn auch glücklich, dass er nochmal aus dem Kiesbett rausgekommen ist. Und jetzt gerade auf Platz 5 geführt, wir hatten es gerade gesehen, hinter Mortara. Jetzt und hier nochmal die Perspektive von oben. Ja, das eindeutig war zu sehen. War eindeutig da gewollt von van Thor. Also
unfaire Aktion, muss man wirklich sagen, weil er hätte es vermeiden können, es hat noch nicht mal ein Rad gestanden oder blockiert, also er hat auch da nicht wirklich versucht, die Kollision zu vermeiden. Es muss bitter sein für Valtteri Bottas, weil genau das ist die Stelle gewesen, bei der er gestern auch neben der Strecke gewesen ist. Dort allerdings hat er keine Position verloren wie heute, weil Eduardo Mortara ist vorbeigegangen auf die vierte Position. Hier man jetzt gerade im Bild, er wird natürlich, wird jetzt gerade den Kragen oben an seinem Overall aufgemacht haben, weil der wird ziemlich gespannt, der wird ziemlich spannend momentan und mit dementsprechender Wut wird er da jetzt auch unterwegs sein und ja, jetzt nichts mehr zu verlieren, wird natürlich wieder versuchen, gleich wieder nach vorne zu kommen, hat natürlich jetzt keinen schlechten Mann vor sich mit Eduardo Mortara. 5 Runden haben wir noch auf der Uhr. Hier sind wir unterwegs mit dem Mann, der nach aktuellem Stand Vizemeister in der Saison 2010 wird. Marco Wittmann, trotz seines von Philippe Sugnot auch angesprochenen schlechten Starts in den 18. Lauf der Formel 3 Euro-Serie, trotzdem aktuell 9. Platz, kann er's und wird es wahrscheinlich auch schaffen, den Vizetitel zu holen und somit den Doppelerfolg an der Spitze der Tabelle zusammen mit Eduardo Mortara für Signatur und für Volkswagen darzustellen. Das die aktuellen Abstände zwischen Carlos Munoz, das ist nämlich der Mann, der unterwegs ist vor Marco Wittmann, und zwar 0,6 Sekunden. Und hier sind wir unterwegs in der Boxengasse. Ein Wochenende zum Vergessen fürs ART-Team. Gimpla fährt da in langsamer Fahrt zu seinem Team. Er, der Rookie im Team, aus Frankreich kommend. Na, da scheint irgendwas eine Berührung gehabt. Der Spiegel hängt weg. Ja, winkt schon ab. Gibt auf. Und Lenkrad abmachen. Ja, und er ist auch schon abgeschnallt und da scheint es, als wäre es Rennen zu Ende. Schält sich aus dem Auto raus. Rechts im Bild schön am Auto zu sehen, der Lufteinlassbegrenzer, der die Vierzylinder 2-Liter-Motoren auf die gewünschte Leistung reduziert. Und hier sehen wir ja, das, noch das mal. Manöver, das ist allerdings Valtteri Bottas und Laurens Fantor. Crossover-Einlage und da sieht man die Handbewegung von Bottas. Ja, für ihn auch unverständlich, was das soll. Ja, war ein faires Manöver von ihm. Er hat ihm Platz gelassen und ja, ich denke, das sehen die Zuschauer genauso wie Bottas in dem Moment. Da sind wir an der Spitze. Es wird überrundet. Sandro Zeller, der so aufgefallen ist. Und wir sehen Valtteri Bottas, der ganz dicht an Laurens Fantor dran ist. Runden sind noch zu absolvieren. Es hat keine Positionsverschiebungen an der Spitze gegeben, dann aber dieses Duell. Valtteri Bottas an Laurens Fantor vorbei und der kickt den Finnen dann von der Piste runter. Und dieses Manöver hat sicherlich ein kleines Geschmäckle, denn das hilft Laurens Fantors Teamkollegen Marco Wittmann seinen zweiten Gesamtrang zu verteidigen. Bottas reichlich bedient, sauer über diese Aktion. Keine blockierenden Räder am Fahrzeug von Laurens Fantor, dem jungen Belgier, der das Auto hier einfach laufen lässt. War komplett überholt von Valtteri Bottas, der war die komplette Wagenlänge vor seinem Kontrahenten, bekommt dann den Schlag von hinten beim Einbiegen in diesen scharfen Rechtsknick und landet im Kiesbett, verliert hier einige Wagenlängen. Eine alles andere als faire Aktion von Laurens Fantor, dafür gab es keine Bestrafung, da hat der Belgier Glück gehabt. Am Ende des Tages ein souveräner Sieg für Daniel Jungadea, der sich an der Spitze von Roberto Meri absetzen konnte. Die beiden Spanier feiern also einen iberischen Doppelsieg. Das Manöver zum Jubeln ging ein bisschen in die Hose. Der Donut misslungen, der Motor abgestorben, aber das tut der Freude keinen Abbruch. Nach dem Rennen wurden Fantor und Mortara aus der Wertung genommen. Sie hatten weniger als 1 Kilo Restsprit an Bord. Dadurch rutscht Marco Wittmann einen Platz nach vorne, bleibt dennoch außerhalb der Punkte. Auch wenn ich jetzt Vizemeister bin, kann ich mich momentan nicht drüber freuen. Vielleicht sieht es morgen anders aus, aber mit Sicherheit wollte ich zumindest in die Punkte fahren oder eher sogar aufs Podium. Schade, dass heute nicht geklappt hat, aber rückblickend denke ich, hatten wir eine ziemlich erfolgreiche Saison. Ja. Das gilt vor allen Dingen für Wittmanns Teamkollegen Eduardo Mortara, der sich souverän den Meistertitel geholt hat in diesem Jahr. Trotz der Disqualifikation im finalen Lauf auf dem Hockenheimring
Mortara mit 101 Punkten, ganz klar der dominierende Mann in der Formel 3 Euro-Serie. Das letzte Mal, Time for Champagne und dann geht's ab in die Winterpause. Das war die Formel 3 Euro-Serie, jetzt geht's um die anderen Rahmenrennen, inklusive Seat Leon Supercopa und unserer VIP-Reporterin Christina Sura. Christina, Seat Leon Supercopa, echter Rennsport oder eher so eine Kinderserie? Na, auf jeden Fall echter Rennsport, da muss ich doch wirklich ein Wort einlegen. Wir sehen natürlich im Gegensatz zur Formel 1 und zur DTM, dass im Seat Leon Supercopa mit den gleichen Waffen gekämpft werden. Das heißt, eine Marke am Start, gleiche Bedingungen von der Technik, vom Auto her und daher zählt wirklich das Können des Fahrers. Wir freuen uns schon auf den Seat Leon Supercopa und die anderen Rahmenserien, aber genauso auf deine VIP-Stories. Wen hast du denn im Visier? Ja, in Hockenheim ist Hockenheim. Die Rahmenrennen gehören zum festen Programm bei der DTM. So der Porsche Carrera Cup, der von Anfang an bei der DTM dabei ist. Was gibt es Faszinierenderes, als mit einem 450 PS Porsche 911 über die Rennstrecke zu brettern? Nicolas Amindot beherrscht das ziemlich perfekt. Der Franzose ist der Führende hier vor dem Finale, aber er startet nur als Fünfter, während sein Hauptkonkurrent Nicolas Tandy aus der ersten Reihe startet. Das Ganze bei schwierigen Bedingungen, nur 9 Grad, kühler Asphalt. Mal sehen, wer die Traktion am besten umsetzt. Noch ist es etwas nebulös, wer Meister im Porsche Carrera Cup wird. Entweder halt Nick Tandy, der Tabellenzweite, oder doch Nicolas Amindot, der seinen 5-Punkte-Vorsprung irgendwie ins Ziel retten muss. Tandy, links in Türkis, hofft auf einen Ausrutscher des Franzosen, vergisst aber selbst, seine Hausaufgaben zu machen. Schlechter Start, zu viel Wheelspin und damit durchgereicht. Der bange Blick seines Teamchefs Franz Konrad verrät, das wird heute kein Tandy-Tag und es kam noch schlimmer. Plötzlich steigt weißer Rauch auf und das heißt, habemus victorem, wir haben den Sieger und der heißt nicht Nick Tandy, sondern Amindot. Die Szene der Saison. Tandy und Edwards in Gelb berühren sich. Tandy ist kühler, damit defekt. Das Ende aller Titelträume. Bitter für den Briten. Wie im Porsche Supercup bleibt ihm nur Platz 2 in der Endabrechnung. Für Amindot ist es fortan eine 22-ründige Freifahrt ins Glück. Den Titel kann ihm keiner mehr nehmen. Und um den Laufsieg streiten sich heute andere. Und wie? René Rast und Jan Seifert, die schnellen Gaststarter, rutschen auf Tandys Kühlwasser ins Kies. Für Rast ist es das Aus, aber auch das natürlich kein Trost für den tieftraurigen Tandy. Der nasskalte Asphalt bereitet vielen Fahrern Probleme, einige 911er deshalb auf Kollisionskurs, aber nicht der von Christian Engelhardt. Er fährt vor Jeroen Blekemolen zu seinem ersten Laufsieg. Ich bin total happy. Gigantisches Rennen. Also ich hätte es nie gedacht von Startplatz 6, dass ich da meinen ersten Sieg hole. Hier in Hockenheim mit all meinen Gästen super geil. Und ja, das Rennen an sich war total verrückt. Verrückt ins Glück. Das gilt auch und gerade für Nicolas Amindot, der nun neuer Titelträger des Porsche Carrera Cup ist. Zwei, die sich sichtlich gut verstehen. Teamchef Akin Acker und sein Erfolgsfahrer. Der kleine Mann aus dem Elsass war dieses Jahr nicht immer der schnellste, aber einfach der konstanteste. Und weil sein Rennstall Atemto Racing nun auch die Teamwertung gewonnen hat, dürfte es eine lange Nacht werden. Ich weiß nicht, was mein Team will machen heute Abend, aber ich weiß, dass sie können immer gute Things machen. Amindot also Meister im Porsche Carrera Cup und auch anderswo ging es heute um den Titel. Nämlich im Seat Leon Supercopa, wo sich vor dem letzten Lauf noch 3 Fahrer Hoffnungen auf den Titel machen. Der Pole Damian Sawicki, der Schwede Andreas Simonsen als Meisterschaftsführender und der Südafrikaner Shane Williams, der von Platz 2 in ein Rennen geht, das irre spannend werden sollte. Polesetter Patrick Pachura rechts kommt gut weg, aber Williams im schwarzen Seat sieht schon früh die Chance für seine Flucht nach vorn und kassiert Pachura direkt zu Beginn. Für den geht eh alles viel zu schnell. Kurz darauf wird er schon rausgedreht und fortan verfolgt Thomas Marshall den führenden Shane Williams, der bei diesem Ergebnis Meister wäre. Wäre wohlgemerkt, denn den Sieg vor Augen verliert er die Konzentration. Sein Verbremser beschert Marshall plötzlich die Führung
Und nur, weil Andreas Pfister hinten im gelben Seat noch zwischen ihm und Simonsen fährt, wäre Williams auch zu diesem Zeitpunkt noch Meister. Der Druck liegt also bei Simonsen und der reagiert. Erst die schnellste Runde, dann diese Attacke gegen Pfister am Rande des Erlaubten. Der Schwede kommt mit einer Verwarnung davon, wäre nun aber Champion. Wahnsinn. Ein Hin und Her. Nun bringt Williams nämlich nur der Sieg auch den Titel und dafür muss er den amtierenden Meistermarschall kurz vor Schluss knacken. Sein Angriff erfolgreich. Aber das Glücksgefühl, es währt nicht lang. Alles riskiert, nichts gewonnen. Reifenschaden. Der Titel geht nicht nach Südafrika. Thomas Marschall, Mr. Markenpokal, fährt ungefährdet zu seinem ersten Saisonsieg und Andreas Simonsen hinter ihm darf sich nun als neuer Meister im Seat Leon Supercoppa feiern lassen. Right now I'm just so happy. This is also gerade bin ich einfach echt nur glücklich. Das war wohl der wichtigste zweite Platz meiner Karriere und generell war das das beste Wochenende dieses Jahr und ja, das fühlt sich einfach nur super an. Das war ja auch einfach ein verrücktes Rennen. It was a really, really crazy race. So spannend kann Motorsport sein. Simonsen also Meister vor Damian Savitzky, Pechvogel Shane Williams am Saisonende auf Rang 3. Ein Mann ganz oben, Andreas Simonsen auf seinem Auto und dem Höhepunkt seiner Karriere. Auch Chris Heidorn wählte das Dach seines Fahrzeuges als Thron, um sich als Meister im Scirocco R Cup feiern zu lassen. Heidorn, vom fünften Startplatz aus ging er in diesen finalen neunten Lauf der Saison in diesem neu geschaffenen Markenpokal. Die Fahrzeuge werden angetrieben mit Bio-Erdgas und die Teilnehmer waren zum allerersten Mal mit diesen Autos bei diesen Bedingungen, also im Regen, unterwegs. Entsprechend turbulent die Auftaktphase, ein Feld mit 30 Fahrzeugen, mit Ola Nielsen an der Spitze, dahinter Johnny Herbert und Chris Heidorn an der fünften Position hält sich zunächst einmal aus allem raus, denn seine ärgsten Verfolger im Kampf um den Meistertitel nur von Startplatz 16 und 17 aus ins Rennen gegangen. Maciek Steinhoff und Jan-Hendrik Ubben. Maciek Steinhoff, er wird gleich verwickelt in die ersten Kollisionen, die sich hier in dieser ersten Runde ergeben. Ola Nilsson rutscht hier von der Piste runter, kann seinen Scirocco R Cup nicht auf der Linie halten. Johnny Herbert geht dadurch in Führung. Der ehemalige Formel 1 Pilot, der 46-jährige Engländer, Gaststarter bei diesem Lauf, hatte schon einmal das Vergnügen, in dieser Serie an den Start gehen zu dürfen, und zwar in Brands Hatch, zeigt sich auch hier wieder von seiner allerbesten Seite. James Douglas Mobley, ein Amerikaner, Sieger des Jetta TDI Cups in den Vereinigten Staaten, an der zweiten Position. Und da biegt Maciek Steinhoff ab, muss sein Auto in der Auslaufzone parken und damit ist der Polo Cup Champion des vergangenen Jahres im Kampf um den Meistertitel frühzeitig draußen. Zahlreiche Dreher, Abflüge auf einer sehr, sehr nassen Piste, das prägende Bild bei diesem Lauf. Aber Chris Heidorn hatte alles fest im Griff. Er hat den Stein, und zwar den größten, zum Gewinn des Meistertitels im Qualifying wenige Stunden zuvor gelegt. Da war die Zeit bereits abgelaufen, er nur auf Rang 15. Und dann hat er sich in allerletzter Sekunde auf Rang 5 nach vorne gefahren. Jan-Hendrik Ubben hat ein vorzügliches Rennen hingelegt, ist gleich in den ersten Runden bis auf Rang 6 nach vorne gekommen, von 17 kommend. Aber am Ende wurde er hier von Stefano Proietto noch getroffen. Der bekam dafür eine 30-Sekunden-Strafe aufgebrummt. Und so hatte Jan-Hendrik Ubben überhaupt keine Chance mehr, Chris Heidorn zu attackieren. Daniel La Rosa, der ehemalige DTM-Pilot, ebenfalls ein Gaststarter, holt sich den Laufsieg. Am Ende vor Johnny Herbert und James Douglas Mobley, dem Gast aus den Vereinigten Staaten. Im Meisterschaftsklassement allerdings Chris Heidorn nicht mehr einzuholen. Ihm reichte Rang 4 für den Titelgewinn. Volles Programm auf der Strecke und volle VIP-Tribünen am Hockenheimring bei Audi gesichtet. Schauspielerin Alexandra Maria Rara, ihr erstes Mal beim Motorsport, habe ich gehört. Ja, genau. Wie ist der Eindruck so im Vergleich zu Cannes und Berlin? Ja, ein anderer auf jeden Fall, ja. Ich bin ja begeisterte Audi-Fahrerin. Ich habe mich sehr über die Einladung heute gefreut, kenne das nur aus dem Fernsehen und bin erstaunt, wie gefährlich das aussieht in Wirklichkeit, ja. Und so ging es unheimlich vielen an diesem Wochenende. Christina, ich glaube, du hast noch eine ganze Menge VIPs gesichtet. Ja, Wolfgang, ganz viel Prominenz wieder hier in Hockenheim. Es ist eine wahre Freude. Kalle Riedle, der Fußballstar von früher,
und natürlich Ralf Schumacher, der Juli getroffen hat, und die große Freude, Kathi Wilhelm jetzt bei mir. Ich freue mich sehr. Du bist die Frau des Biathlons eigentlich. Hast schon wie viele Medaillen für Deutschland geholt? Oh, ich weiß es nicht. Es sind auf jeden Fall 3 Goldmedaillen bei Olympia und noch 3 silberne und 5 Weltmeistertitel. Also ja, es ist schon ein bisschen was zusammengekommen in den Jahren. Ja, eine ganze Menge und trotzdem sehr bescheiden. Du hast jetzt aber aufgehört. Was machst du im Moment? Ja, ich nutze die Zeit, um solche Termine zum Beispiel wahrzunehmen und einfach auch mal das zu genießen, was man vorher einfach nie sehen konnte. Und ansonsten studiere ich internationales Management. Und ab Winter bin ich dann für die ARD als Expertin beim Biathlon dabei. Und was bringt dich jetzt zur DTM? Ja, mein Sponsor, der nach wie vor mich unterstützt, Audi. Wir haben eine sehr lange Partnerschaft schon in meiner aktiven Zeit gehabt als Top-Sponsor des Deutschen Skiverbands. Ja, und jetzt habe ich die Einladung bekommen, hier auch mal bei der DTM dabei zu sein. Kathi, wir waren gerade vor ein paar Tagen bei Testfahrten für das Goldene Lenkrad gemeinsam in der Jury, hatten sehr viel Spaß, du bist auch sehr gut gefahren. Hast du jetzt auch vor, ein bisschen öfter ins Lenkrad zu greifen, vielleicht sogar eine Rennlizenz zu machen? Naja, also darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Also ich fahre schon sehr viel Auto und auch sehr gerne Auto und deswegen hat mir das auch schon Spaß gemacht, da mal beim Goldenen Lenkrad einfach auch mal ja, ein bisschen freie Fahrt zu haben. Aber wie gesagt, mal sehen, ob ich was da noch so kommt, aber ich habe es nicht vor. Freie Fahrt hat jetzt gleich die DTM. Wem drückst du die Daumen? Ja, natürlich erstmal Timo Scheider, der ja auf Pol steht. Und dann gucke ich mal, was so für die anderen Audi-Fahrer noch möglich ist. Also ja, ich werde es ganz interessiert beobachten. Okay, das werde ich auch machen. Ganz herzlichen Dank, Kathi. Und wir gehen jetzt gleich zur DTM, aber kurz vorher gibt es noch einen Boxenstopp und dann das Rennen für Sie.